Alrighty, sehr liebe Freunde, und damit herzlich willkommen zu einem neuen Topic Thursday von mir, dem Basti. Topic Thursday bedeutet, ihr könnt mir Fragen in die Kommentare schreiben, die in der nächsten Folge dann von mir live vorgestellt und beantwortet werden. Das Ganze läuft unter dem Hashtag HanRizzle und das haben auch wieder Leute in den letzten 2 Wochen gemacht, denn alle 2 Wochen kommt ein Part von mir. Im Hintergrund seht ihr ein Rocket League Gameplay und wir fangen gleich mit der ersten Frage an, die kommt vom Glück auf 04. Er fragt, Hashtag HanRizzle, Basti, was war deine creepigste oder gruseligste Kindheitsgeschichte? Und das ist eine richtig geile Frage und da muss ich ziemlich überlegen. Ich habe eigentlich als Kind gar nicht so viele Geschichten, glaube ich, die da gruselig sind. Zumindest nicht, was ich mich erinnern kann. Was ich gerne gemacht habe früher als Kind. Also ich erzähle euch jetzt 2 Sachen. Eine dritte hätte ich noch in petto, falls einer nochmal fragt. Ich habe als Kind gerne, wenn meine Familie sich getroffen hat, so früher Herbst, Sommer halt, wenn es draußen auch nicht ganz so kalt war, habe ich mich mit Tarnklamotten gerne in die Büsche gehockt und habe Leute beobachtet, bin rumgeschlichen. Wenn Leute draußen rumgelaufen sind, habe ich immer probiert, denen zu folgen, ohne dass die halt mitkriegen, dass sie quasi verfolgt werden. Und das hat immer sehr, sehr gut funktioniert. Manchmal, gerade wenn es auch ein bisschen dunkel war, habe ich dann auch die Leute aktiv probiert, aufmerksam drauf zu machen, dass hier irgendwas ist. Also immer mal kurz so Licht angemacht oder ich habe manchmal Geräusche verursacht oder halt Steine geworfen, die woanders Geräusche verursacht haben. Und hin und wieder hat das sogar so gut funktioniert, dass die Leute richtig mitgekriegt haben, dass hier irgendwas ist. Und sie sind dann einfach schneller gelaufen oder so. Und ich bin da nie wirklich irgendwie reingefallen. Also ich kann mich da nicht entsinnen, dass ich mich da selber ins Fettnäpfchen gelegt hätte. Das hat richtig Spaß gemacht. Was nicht ganz so viel Spaß gemacht hatte, war ungefähr, glaube ich, in der 3. Klasse... hatte ein Kollege von uns Geburtstag, wir waren bei ihm, haben ein bisschen gefeiert und sind dann auch so durch Görlitz-Weinhübel getilgt und da war ein Baum vor einem Mehrfamilienhaus, so ein bisschen versetzt, 20, 30 Meter, das war ein Kirschbaum und hinter diesem Haus waren Gärten, das wussten wir und ja, der Kirschbaum, wir hatten uns einfach halt die Kirschen genommen, wir haben den halt spontan gesehen, dachten ja geil, hier schön fett lecker essen. Und da hat man dann so aus dem Hintergrund irgendwann einen Opa gehört, der meinte, ey, verschwindet hier, das ist mein Baum, hört auf da zu fressen. Also irgendwie in der Art und ja, wie alt waren wir da, 3. Klasse, so, wie alt kann ich da gewesen sein, ich überlege gerade, das muss ja dann so 98, 99 gewesen sein, da war ich 10, 11 Jahre alt. Haben halt gesagt, natürlich, nö, also wir haben dort weiter gegessen und dachten, ja, hier steht kein Schild dran und so, von wegen verboten. Und dann kommt auf einmal der Opa und hat so im Schlepptau einen Schäferhund und eine Art Pitbull-Mischung, irgendwas, also 2 Hunde. Und meinte so, ich habe gesagt, die sollen verschwinden. Und wir gucken so und denken, hä, was ist denn jetzt los? Und auf einmal, ich weiß nicht mehr, wie die hießen, irgendwas von wegen Rufus oder so. Er schreit dann Fass, lässt die los und Fass und die Hunde stürmen auf uns zu. Und wir auf einmal natürlich voll in Panik rennen da weg. Und wir hatten Glück, dass wir alle relativ fit und schnell waren. Und wir haben uns dann natürlich, wir waren ja zu 5, die haben uns dann auch aufgesplittet. Und damit konnten wir diesen Verfolgern entgehen. Also man hat die dann noch bellen gehört und wir haben uns dann irgendwo versammelt. In, weiß nicht, ein paar hundert Meter Entfernung an einer Fußgängergabelung. Und ich weiß nicht bis heute, warum der das gemacht hat, aber ein Kollege von mir hat auf einmal einen Stein genommen, hat den geworfen, der Stein flog gegen ein Einfahrtverbotenschild oben, es war recht laut und auf einmal hört man die Hunde wieder bellen, die und wir wieder, scheiße, wir sind irgendwo dann hingerannt und haben uns dann irgendwann im Haus getroffen. Es ist keinem was passiert, es war aber doch ziemlich creepy, wenn da auf einmal so Hunde hinter einem herrennen, also ja. Dass das auch der Opa so gemacht hat, das fand ich schon ziemlich hardcore-mäßig. Aber wunderbare Frage, Glück auf 04, Dankeschön dafür. Die nächste Frage von Oliver Cryer. Er hat gefragt, wann hast du mit COG angefangen? Und das war letztes Jahr, Ende Februar, ungefähr Anfang März habe ich da angefangen. Ich weiß noch, ich war im Krankenhaus und hatte übelst Langeweile und dachte ja immer, nee, Clash of Clans willst du nie spielen, weil ich mich nie damit beschäftigt habe. Dann habe ich es doch angefangen und ich habe mich sofort geärgert, dass ich es nicht schon eher gespielt habe. Ja. Danke für die Frage, Oliver. Dann der CockLPS12, der hat hier auch mehrere Fragen gestellt, die sehr gut, glaube ich, sind. Erstens, was war dein Spiel, mit dem du das erste Mal gesuchtet hast?
Und ich glaube, das erste Mal wirklich gesuchtet habe ich Spiele erst, als ich das Internet hatte. Also ich habe zwar auch hin und wieder gerne gespielt, aber das erste Game, was ich da richtig gesuchtet habe, war Unreal Tournament 2003 und dann halt nahtlos übergegangen in 2004, wenn auch erst ein paar Jahre später. Aber das habe ich wirklich gesuchtet. Das habe ich ja selbst gesuchtet, als ich nur noch DSL 1000 hatte, aber noch keine Flatrate. Das heißt, ich habe mit einem Hyping gespielt auf dem Server und habe dafür Geld zahlen müssen pro Minute. Und weil die Rechnung dann so hoch war, also ich habe nebenbei auch noch gechattet, aber weil die Rechnung so hoch war, habe ich dann eine DSL Flatrate bekommen und dann habe ich natürlich richtig gesuchtet. Also das war ziemlich clever gewesen von mir. Unreal Tournament habe ich echt geliebt. Das spiele ich heute, spiele ich heutzutage fast immer noch einfach mal so zwischendurch, auch wenn es nicht mehr wirklich viel Beachtung bekommen hat, leider. Zweitens, wie viel Geld hast du für Shakes and Fidget ausgegeben? Und er weiß also, dass ich bei Shakes and Fidget aktiv war, dass ich da auch Geld ausgegeben habe. Ich habe ungefähr auf 7 oder 8 Servern Geld ausgegeben. Insgesamt würde ich mal vermuten, das sind mehrere tausend Euro, die ich da investiert habe in den 3 Jahren, wo ich es aktiv gespielt habe. Ich will jetzt nicht sagen, ob es 3.000 oder 8.000 waren. Ich tendiere eher so in die Richtung 3.000 bis 4.000, würde ich tippen. Aber das ist auch sehr grob von mir gesehen. Auf jeden Fall viel zu viel Geld, wenn man es mal überlegt, für was es mir letztendlich gebracht hat. Nämlich eigentlich gar nichts. Drittens, was wäre dein größter Traum? Privat und auf YouTube, darf auch gern unrealistisch sein. Schreibt auch noch geiles Format, nur leider wenig Beachtung. Das finde ich auch. Danke erstmal für die Worte. Beantworten wir mal die Frage, der größte Traum privat wäre jetzt realistisch gesehen, dass das Auto, was wir uns jetzt gekauft haben, wo wir jetzt viel Geld investiert haben, keine oder nicht so viele Probleme macht wie unser letztes. Wenn das echt schief geht, die Sache mit dem Auto, dann weiß ich ganz ehrlich nicht, ob ich mir dann nochmal einfach ein neues Auto kaufe. Wir haben jetzt wirklich viel Geld investiert und das wäre schön, das wäre mein Wunsch, dass das klappt. Privat, unrealistisch. Wäre, dass ich nicht altere. Ich bin jetzt 26 und ich merke einfach in verschiedenen Bereichen, das ist schon langsam, also man hat das Gefühl, es fängt langsam an, halt, dass der Körper sich auch eher mal meldet bei verschiedenen Sachen. Das nervt einen richtig, wenn ich auf einmal, ich hab Muskelkater bei mir zum Beispiel in den, oder so Muskelschmerzen im Oberschenkel, ich weiß nicht, woher die kommen sollen, ich habe nichts Anstrengendes gemacht. Und ja, die Augen, die werden nicht besser, das ist alles so, ich will gar nicht wissen, wenn das jetzt halt schon anfängt und ich jetzt älter werde, ich will einfach nicht älter werden, das wäre geil. Auf YouTube wollen wir es auch noch beantworten, realistisch wäre halt, also realistisch wünsche ich mir, dass ich die Motivation habe oder weiterhin habe, auch die Projekte, die ich habe, durchzuführen. Ich habe noch neue Projekte, ich habe ja ein paar neue Projekte wirklich schon angefangen, wo ich sagte, ja, hier habe ich in petto, ich habe noch andere in petto, die ich eigentlich auch gerne machen würde. Dass das halt auch dazu führt, dass ich eine Zuschauerschaft habe, die halt auch dieses Flexible an mir mag und halt auch auf vielen Videos mit dabei ist, das wäre realistisch oder ein Wunsch, wo ich sage, das wäre cool. Unrealistisch wäre es halt Hammer, wenn ich einfach Kollaborationen hinkriege oder dass Leute auf mich aufmerksam werden, die mich vielleicht auch ein bisschen pushen können. Das ist immer der einfachste Weg, um halt neue Leute auch zu gewinnen. Das würde ich mir wünschen, wäre natürlich geil. Ich glaube aber nicht, dass es passieren wird, denn so ist das YouTube-Business einfach nicht. Leute, die im Hype stehen, orientieren sich dann an größeren Leuten und ziehen halt nicht kleinere Leute mit, also von daher. Aber richtig geile Fragen, CokeLPS12, danke nochmal dafür. Und dann haben wir noch die Frage von Black Dragon Marks, Hashtag Unrizzle, traust du Island den EM-Titel zu? Und das Ganze muss man ja so beachten, dass Island ja quasi noch zwei Steps vor sich hat mit dem Viertelfinale jetzt und halt auch dem Halbfinale dann, wenn sie gewinnen sollten, was auch gegen Deutschland sein kann. Aber ich glaube, wenn es Island schafft, sich in diesem Pfad durchzusetzen, dann wird Island auch den EM-Titel gewinnen. Denn was auf der anderen Seite so kommt, Belgien, Portugal, Polen, Wales, das ist halt alles, das ist nicht so stark wie jetzt Italien, Deutschland, Frankreich, Na, ich denke mal, sowieso wird der EM-Titelgewinner wahrscheinlich aus dem rechteren Pfad der K.O.-Runde kommen. Und ja, aber Island würde ich es auf jeden Fall gönnen. Nur schade, wenn sie dann halt im Halbfinale gegen uns ausscheiden.
Ja, das war's dann auch. Waren richtig coole Fragen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also das ist richtig tiefgehend auch zum Teil. Finde ich richtig nice. Ich hoffe, im nächsten Part, der dann wieder in 2 Wochen kommt, sind ähnlich gute Fragen dabei. Wie gesagt, Hashtag #HanRizzle und dann postet einfach eure Frage oder Fragen, die ihr da habt. Und dann würde ich sagen, vielen Dank an die Teilnehmer von heute. Das war's von mir. Ich bin der Basti. Haut rein, macht da tschüss und servus.